In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, aus was man alles Salat machen kann und wie man ganz einfach aus allen Kräutern, die man findet, aus allen Blüten, die man findet, nicht nur bei uns, auch im Urlaub, jetzt kommen zum Beispiel gleich Bilder aus Spanien, wie man aus diesen Zutaten ganz einfache verschiedene Salate machen kann. Ich habe da sehr schöne Rezepte dazu. Ich zeige euch einfach ein paar Basisrezepte. Aber eigentlich möchte ich euch vor allen Dingen inspirieren, einfach loszulegen. Das kann man wunderbar übrigens auch auf Reisen machen, wie bei diesem Abschlussbild aus unserem Camper. So sieht es also aus, wenn ich spazieren war mit der Family. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel und nur ein bisschen was zeigen, aber das geht dann irgendwie nicht. Es ist jetzt einfach Hochsaison. Ich habe jetzt hier meine Schüsseln gewaschenen Salat. Ich habe jetzt hier alles zusammengeschmissen, weil ich weiß, dass ich einen Großteil davon für einen Kartoffelsalat verwenden werde und vom Rest gehackte Kräuter machen möchte für einen Mischsalat. Wenn ich so toll viele Sachen finde oder wenn es auch gerade einfach eine Sorte viel gibt, kann man ruhig ein bisschen mehr pflücken und es dann waschen und dann gut verpackt in einen Beutel oder in eine Glasschüssel in den Kühlschrank tun. Diese Salate sind so vital, die halten sich im Kühlschrank teilweise bis zu einer Woche. Natürlich verlieren sie ein bisschen an Vitaminen, aber man weiß nicht genau, wie das Wetter die nächsten Tage ist. Jetzt ist es zum Beispiel schön, morgen wird es kalt und nächste Woche gibt es nochmal richtig fett Frost. Und dann habe ich einfach hier in meinem Kühlschrank praktisch die Vitaminbombe versteckt. So, jetzt geht es ans Verarbeiten. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich meine Wildkräutersalate mache. Wildkräuter sind einfach kräftig bitter, viel bitterer als normaler Kopfsalat, wie wir ihn kennen. Deswegen mache ich immer kräftige Soßen, in die auf jeden Fall irgendwie ein Senf reinkommt. Man kann Speckwürfel reintun, natürlich Salz, irgendwas Süßes. In dem Fall ist es hier ein selbstgemachter Mädesüßsirup, sehr ähnlich wie Hollersirup aus dem Jahr 2017. Ihr könnt aber auch Marmelade nehmen oder sowas. Dann habe ich hier immer im Kühlschrank in der Zeit eine Mischung aus gerösteten Sonnenblumenkernen oder Nüssen oder ein bisschen Speckwürfel oder Zwiebeln oder Sesam und Brotkanten, da kann man für klein machen, und Salz. Da mache ich immer eine ganze Pfanne davon. Dann habe ich das im ganz normalen in einem Mehrwegglas im Kühlschrank. Und was ich auch eigentlich in der Zeit immer im Kühlschrank habe, sind hart gekochte Eier, weil die einfach eine schöne basische Mischung sind, die ich dazu tun kann und die das Bittere ein bisschen aufgreifen. Ich mache meinen Wildkräutersalat am liebsten mit Zitrone und mit einem richtig guten Olivenöl. Ja, und dann kann man wirklich Nüsse reinhacken. Ich mag manchmal ganz gerne auch solche fertigen Röstzwiebeln, wenn ich faul bin oder wenig Zeit habe. Also da seid ihr ganz frei und ich habe hier auch schon vorbereitet. Tatsächlich habe ich auch was vorbereitet, wie sich's gehört. Hier meine Blüten, die liegen hier. Und hier seht ihr, was ich mit den Kräutern gemacht habe. Also ich habe jetzt hier von den Kräutern her drinnen den Löwenzahn, das Hirtentäschel, ein paar Gänseblümchen und das Schaboxkraut. Ein Teil hacke ich, dass der sich besser verteilt. Ein Teil lasse ich größere Blätter. Je nach Lust und Laune, wie viel ich habe, mache ich einen Endiviensalat oder irgendeinen anderen grünen, milderen Salat dazu. Und ein Teil der Blätter kommt einfach so, wie er ist, in die Schüssel. Hier in der Schüssel habe ich jetzt einfach eine richtig schöne Emulsion gemacht mit meinen Sachen. Eine richtig dicke, sämige Soße. Das ist, finde ich, wichtig. Und dann schmeiße ich das einfach alles zusammen. Wichtig ist, dass die gerösteten Sachen wirklich erst kurz vor Schluss oben drüber kommen und auch die Blüten erst kurz vor Schluss oben drüber kommen. Ihr könnt super gut auch Parmesan reinhobeln, das schmeckt sehr, sehr gut. Oder Feta oder eben einfach hier so einen Räuchertofu. Ihr merkt schon, beim Erzählen läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Es schmeckt nämlich einfach unglaublich gut. Oder auch für die Nicht-Vegetarier ein Stückchen Speck. Also da habt ihr ganz viele Möglichkeiten. Ich bin gespannt, wie es euch schmeckt. Ich zeige euch gleich das fertige Ergebnis. So, ich habe jetzt die Kräuter fertig gemacht. Was wichtig ist, wenn ihr ganze Blätter reintut, probiert die einfach kurz, bevor ihr sie reinschmeißt. Manchmal sind die härter als gedacht. Das habe ich nämlich gerade gemerkt, dass meine bittere Kresse viel, viel härter war. Die habe ich dann doch feiner gehackt. Und was ihr hier seht, ist
Ein Eierschneider, den ich in dieser Jahreszeit total viel verwende, weil man einfach ratzfatz damit die Eier klein kriegt. So, was ihr hier auch seht, ich habe noch ein bisschen Zwiebel dazu getan. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das braucht es noch. Ja, fertig ist er. Unser Salat. Schön noch Sonnenblumenkerne oben drauf und ein paar Veilchen drauf gestreut. Lecker. Stück selbstgebackenes Brot dazu. Köstliches Mittagessen. Der Salat, den es heute gibt, wird mit einer anderen Soße gemacht. Ich habe jetzt einfach mal Kürbiskernöl genommen und süßen Senf und Marmelade, dass es ein bisschen anders schmeckt. Ist schön, wenn man da variieren kann. Dazu gibt es reichlich gehackte Kräuter. Und hier in der Salatschleuder ist noch geschnittener Endivien und Radicchio-Salat. Ihr merkt schon, man kann da ganz frei kombinieren. Ich schaue einfach, was habe ich im Kühlschrank? Was ist gerade da? Welche Marmelade ist gerade offen? Habe ich Nüsse, ja oder nein? Auf was habe ich Lust? Was hatte ich gestern? Und kombiniere dann frei Schnauze. Der Salat ist untergemischt. Was bei Wildkräutersalat wichtig ist, dass ihr ihn einfach kurz versucht. Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, dass die Kräuter einfach doch sehr bitter sind und habe jetzt mich entschieden, dass ich hier einfach noch, ihr seht es, noch ein bisschen gehackte Cranberry mit reinmache. Ein bisschen was Süßes, schaut, was es braucht. Süße hilft fast immer, um zu bitter abzumildern. Was auch immer hilft, sind Nüsse oder geröstete Sonnenblumenkerne oder Speckwürfelchen oder ein bisschen Käse. Manchmal auch einfach schlicht ein bisschen Zucker. Der erste Salat ist fertig. Das erste Mal draußen essen. Salat im März. März im März. Stück selbstgebackenes Brot dazu. Lecker. Besser geht's kaum. Viel Spaß euch beim Sammeln und beim Kochen.